So. Vorwort, ihr Nuttensöhne. Und Töchter natürlich. Ich werde mich an Dark Souls versuchen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Spiel. Ich habe mich gerade durch Nico ein bisschen erkundigt. Naja, man kennt es halt. Es ist ein absoluter Klassiker und ja, ich habe auf jeden Fall brutal Respekt vor dem Spiel. Ich werde jetzt einfach reingehen. Ich habe nicht so mega viel Ahnung. Nico hat mir schon gesagt, dass gerade das Scaling und die RPG-Elemente in dem Spiel ja, selbst erforscht werden müssen und Try by Error sind. Von daher, ich habe mich nicht großartig informiert, wie ich was skillen muss, beziehungsweise skillen sollte, um irgendwie was Sinnvolles auf die Reihe zu kriegen in dem Spiel hier. Von daher, oh, da ist mein Controller schon das erste Mal disconnected. Das wird den Schwierigkeitsgrad die ersten paar Aufnahmen sowieso auch noch erhöhen. Ich habe mir schon anderes Micro-USB-Kabel bestellt, da das hier leider sehr schnell rausrutscht. So, ich wundere mich, warum wir keinen Ton haben oder ob das gewollt ist. Ich habe gerade schon mal ein bisschen die... Ah! Das ist doch super. Schwupp. Zack, zack, zack. So. Ich glaube, die Einstellungen müssten alle gut sein. Jo. Ich bin gespannt, ob wir es überhaupt durch die Charaktererstellung schaffen, ohne auf die Fresse zu kriegen. Alter, ist das eine Wuchtbrumme! Jesus! Klasse. Ich wundere mich echt. Hat das Spiel absolut keinen Sound im Menü? Gift. Ach du meine Güte. Okay. Wie sieht die Frau in dem Spiel maximal scheiße aus? Von daher gehen wir tatsächlich mal mit dem Mann. Das ist halt wild. Fearless Warrior, Weapon Expert, High Strength, Dexterity. Okay. Ach so, also ich denke mal, die werden alle irgendwie ein Schild dabei haben, weil mir wird geraten, ich soll das erste Playthrough erstmal mit einem Schild-Charakter machen, da das das Spiel um einiges vereinfachen würde. Ich glaube, ich nehme einfach mal den Warrior ganz stumpf. Okay, God's Blessing hört sich schon mal gut an. In Humanities. Binoculars. Ich habe keine Ahnung, was davon gut ist. Gift from the Witch, Ancient Ring with no obvious effect. Ich nehme einfach mal das, das ist das Einzige, worunter ich wirklich großartig was vorstellen kann. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum wir irgendwie Binocular... es ist... okay. Alter. Ich glaube, ich nehme den. Face. Ach du heilige Scheiße. Komm, wir nehmen den ultra hässlichen Dude hier. Es
Sieht man davon denn großartig was in dem Spiel? Ich denke, wir werden die meiste Zeit immer mit Rüstung rumlaufen, oder nicht? Nehmen wir das. Oh Gott, sieht unser Charakter scheiße aus. Name. Machen wir die Chain. Wunderbar. Dann wollen wir mal. Holy shit, ich habe Angst. Oder Respekt. Warum haben wir keinen Ton? Warum habe ich keinen Ton? Okay, ich werde mal eben kurz schauen, wie ich das hinkriege und dann soll es losgehen. So, Kinder, wie man hören kann, wir haben Sound. Ich habe den kompletten Charakter nochmal eben neu erstellt. Ich habe alles so gemacht, wie ich es gerade. Dieselben Einstellungen getroffen, die ich gerade auch getroffen habe. Und jetzt haben wir Sound. Ich habe die UI-Einstellung hochgedreht. Deshalb, ich hatte gerade absolut kein Menü und nichts. Und jetzt gehen wir einfach mal rein. Und sind gespannt, was uns hier entgegenkommt. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of gray crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. Then from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy. So easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. A miasma of death and disease. And Seath the Scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side.
Aber das war ein absolut epischer Auftakt. Okay, es geht direkt weiter. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Okay. Hat der Homie uns jetzt gerade wirklich einen Schlüssel hier unten reingeworfen? Ich dachte gerade erst, Boah, irgendwie steuert sich die Kamera wirklich, wirklich merkwürdig. Ja, Camera Controls. Das ist invertiert, oder? Okay, man kann Gesten machen und taunten. Schon mal sehr gut. Das ist eigentlich mal eben ins Menü, wenn das gehen würde. Klappen wir das Problem wie hier. Will er auf die Fresse? Oder nicht auf die Fresse? Oder nicht auf die Fresse? Nicht, dass wir ihm jetzt da erstmal auf die Fresse geben. Okay, da wollen. Wer ist er denn? Der Homie sieht irgendwie ein bisschen apathisch aus, Mann. Ich weiß nicht, ob es dem gut geht. Hallo? Aber Leuchtfeuer öffnen. Guten Tag. Jemand hier? Okay. Ah ja. Okay. Natürlich gibt's jetzt direkt erstmal auf die Fresse von irgendeinem Big Boy hier. Warum auch nicht?
hätte es mir nicht anders vorgestellt. Alter, machen wir wenig Damage. Gedodged. Noch besser gedodged. Guckt euch das an. Ich bin doch fast schon Pro in diesem Game. Okay, wir werden so hart erstmal auf die Schnauze von dem Ding kriegen. Eieiei. Oh, war es das wohl schon das erste Mal? Gut. Ach, jetzt muss ich jedes Mal wieder den Scheißweg laufen. Hallo? Kann ich bitte. Darf ich? Achso. Ich komme mit der Kameraführung irgendwie gar nicht klar bis jetzt. Das ist wirklich das, was mich am meisten irgendwie. Ach moin, ich krieg Kohle von denen. Gut zu wissen. Dann hauen wir die Boys mal ein bisschen. Klatsche mal. Pam! Pam, Pam, Pam! So. Mein Lieber, wirst gezüchtigt. Klatsch! Gib mir deine Scheiße. Danke. Ich werde, das wird noch irgendwelche Auswirkungen auf spätere Spiele haben, dass ich den Typen jetzt getötet habe, weil ich jetzt irgendwie ein böser Dude bin und irgendwelche Leute klatsche, die ich gar nicht klatschen sollte.